Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefork. Jo, wir gehen auf die Karte. Vier Spieler. Zack. Zack. Spiel erstellen. Oder nee, wartet. Nee. Verlassen wollen wir nicht. Nein. Nein. Neuigkeiten. Neuigkeiten. Tutorial hatten wir schon. Sofort ins Gefecht hatten wir auch. Mardet. Ich hätte da. Nein. Team versus Team, Sammlung. Suchen wir mal. In der Zeit stelle ich mal Audio. Vielleicht, wenn wir das sind zwei Spieler, ein Spieler, Spiel beitreten. Ja, yeah. Ich bin auch bereit. So. Wir werden sowas von, hoffe ich, die Scheiße hier rocken. Schatz, mit dem die Riesen im Tausch für die neue Sonne entlohnt wurden, wurde vom sterblichen König des Feuers gestohlen. Manche kennen ihn als den Roten König. Seine Taten bescherten allen Sterblichen den Zorn der Riesen. Einer der vermissten Schatzwagen wurde jedoch gefunden. Die Menschen aus Lyra entsandten einen Boten zu Jon, dem König der Riesen. Sie boten ihm den Wagen in der Hoffnung auf einen Waffenstillstand an. Aber die Neuigkeiten von dem Schatz zogen Plünderer an, die nicht nach Frieden strebten, sondern nach Blut und Gold. Mit ihnen kamen ein abtrünniger Riese und die Lakaien seiner Steinsippe. Gut zu wissen, dass sowas öfters jetzt davor kommt, und ich bin so froh, dass wir mal ein Match gefunden haben mit Schwierigkeitsgrad und nicht wie im Part 2 dann. Das war, wo es abgekackt ist. Warte auf andere Spieler. Ihr solltet euch trennen. Ein Teil sollte seine Truppen nach Osten schicken, um den goldenen Wagen zu verteidigen. Während die anderen nach Westen gehen und die drei Steinfürsten besiegen. Dadurch wird der Riese angelockt, der sie schickte. Okay. So, wo sind meine Schützen? Ihr müsst den Wagen erreichen, bevor die menschlichen Verteidiger überwältigt werden. Beeilung! Der Feind leitet einen Großangriff ein. So. Augen auf!
Hier, kommt mal wieder hier hin. Kommt mit. Und sie greifen die Monumente an. Achtung, noch ein Angriff auf die Monumente. Verteidiger, Turm. So. Ich spiele nicht so oft kooperativ. Machen wir das mal so. Y. Okay. Komm, komm! So. Komm, 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 komm. 80! Gildenkanonen aus dem großen Krieg. Das macht die Sache nicht einfacher. Finde ich auch. Zerstört die Kanonen. Sie können Verheerendes anrichten. Augen auf! Komm! Ja.
ich befehle euch, das Ding hier zuzumachen. So, dann stelle ich das Ding noch dahin. Das Ding. Die werde ich mal ausrüsten. Ja. So. Feuerfallen. Zerstört den Ursprung der Flammen. Oh. Eure Streitkräfte werden angegriffen. Das ist es mir wert. Dahin. Runter. So. Feuerfallen. Zerstört den Ursprung der Flammen. Mach ich doch. Nennt mich Freddy. Okay. Wollen wir doch erstmal das Ding noch dahin. Die noch dahin. Komm. Auf Messers Schneide. Ich Schlitzer kommen. Komm. Schlitzen und schwitzen. Das hört sich an. Geht nicht ins Zentrallager, ihr könnt es nicht zerstören. Konzentriert euch auf die Steinfürsten und den Wagen. Mach ich doch. Oh, dummes Arsch gefickt. So. Tanz den Klingentanz. Komm! Die Schlitzer kommen! Ja,
So, bauen wir das Ding mal. Okay. Ausgezeichnet. Einer der Steinfürsten wäre besiegt. Gut. Findet jetzt die anderen beiden. Wenn das so ist. Wir wollen ja mal nicht verschwenderisch sein. Nein! Die Feuerfalle ist zerstört. Komm! Komm! Ich will was erreichen. So, heilen wir uns mal. Okay. So. Schlitzen und schwitzen. Nee, Tab geht nicht. Hab schon gedacht. Oh, jetzt bricht gerade die Frame ein. So. Gut. Ich weiß doch nicht, wieso gerade die Frame ein. Zwei Steinfürsten besiegt. Bleibt noch einer. Du hast 240 10 Erfahrung erhalten. Mach was draus. Klar mach ich was draus. Die Schlitzer kommen! Komm! Immer Geduld. Als ob ich das nicht habe. Ich habe immer Geduld. Bye-bye.
geht hier Party, Junge. Bringt die Kanone zum Schweigen. Ja, dazu muss ich erstmal durchkommen. Oh, sorry, falls gerade Frame-Einbrüche sind, aber das finde ich so genial hier. Komm! Oh, gerade ein mega miese Genre. Okay. Gut, die Kanone ist hinüber. Und die nächste. Zack. Zack. Schlitzer kommen! Geht nicht ins Zentrallager, ihr könnt es nicht zerstören. Konzentriert euch auf die Steinfürsten und den Wagen. Oh ja, Mann. Ich habe checkt. So. Okay, kann ich zwar noch nicht, aber soll mir Rain sein. Bringt die Kanone zum Schweigen. Ja, man merkt wieder, ich spiele nicht so oft dieses Game. Gut. Auch der letzte der Steinfürsten ist ausgelöscht. Endlich. Sie haben ihren Meister herbeigerufen, einen abtrünnigen Riesen. Besiegt ihn, dann gewinnen wir die Schlacht. Nehmt euch zuerst die Heiler vor. Komm, 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 komm. Feuerfallen, zerstört den Ursprung der Flammen. Eine weitere grüne. And a weiter red. Wir gehen einfach mal eiskalt dahin.
dieser Falle ist zerstört. Bin ich auch für 120. Ja, schön. Ich will mitmachen, Junge. Lass mich mitmachen. Ja, wir haben gewonnen. Wer hätte es gedacht, dafür, dass ich so schlecht war. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Nee, jetzt sage ich jetzt noch nicht. Ich muss ja erstmal sehen, was ich bekomme. Depp. Lolololodin, 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 lolololodin. Handy, was sagst du? Ach, geh doch. Lolololodin. Okay, 97 EP, blablabla. Viele im sterblichen Königreich fanden es wahrscheinlich, dass die Riesen das Angebot der Sterblichen nicht annehmen würden. Aber Jorm, der König der Riesen, zeigte sich gewillt, einen kurzen Waffenstillstand einzuhalten. Doch dieser Entschluss wurde von seinem Volk nicht gern gesehen. Schlauer John erkannte, dass der Fluch des Zwielichts letztendlich auch von den Riesen seinen Tribut fordern würde. Der Waffenstillstand währte nur einen kurzen Monat, half aber zu zeigen, dass Frieden zwischen den Sterblichen und den Riesen möglich war. Okay, Handlung. Zwielichtig. Okay. Gut zu wissen, und wir werden jetzt nochmal unser Deck aufbessern. Grün. Oder nee, warte, das machen wir nicht. Unser Deck, also mir gefällt das Deck so, wie es gerade ist. Deswegen... Das war's und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin. Tschüss.